Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Ja, in den letzten Stunden hat die Krise rund um die Ukraine eine brandgefährliche Entwicklung genommen. Es ist so, dass eine Krise, die ja schon seit langer Zeit schwelt, eine neue Eskalationsstufe erreicht hat durch den Angriff von russischen Truppen im Zusammenhang mit der Verletzung von ukrainischem Territorium. Und es ist ganz klar zu sagen, dass es eine solche Vorgangsweise in keinster Art und Weise zu rechtfertigen ist, sondern dass es hier nur Worte der Verurteilung geben kann. Es ist das Gebot der Stunde, dazu aufzurufen, die Waffen niederzulegen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und das müsste eigentlich auch die Intention von Regierungsmitgliedern eines neutralen Staates sein, und zwar mindestens genauso laut, im Idealfall lauter als das Schreien nach Sanktionen, aber ich werde darauf noch zurückkommen. Meine Damen und Herren, im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen stellt sich natürlich die Frage, die wir hier und heute nicht in vollständigem Umfang beantworten können: Welche Faktoren denn, welche Zusammenhänge, welches Spiel von Ursache und Wirkung, welche Zusammenhänge von Wirkung und Wechselwirkung etc. dazu geführt haben, dass es dann am Ende so weit gekommen ist, wie wir es heute alle erleben müssen und wie es uns in gewisser Weise auch fassungslos macht. Wir werden diese Frage hier und heute nicht vollständig beantworten können, aber eines ist auch klar, Kollege Lopatka, und da geht es dann um die Frage, die Sie in den Raum gestellt haben. Und da frage ich Sie, ob dann der Mut auch immer vorhanden ist, die Dinge klar beim Namen zu nennen. Ich denke jedenfalls, und Sie sind ein Kenner der außenpolitischen Situation, auch im Osten Europas, ich denke jedenfalls, dass es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf Seiten beider Hauptbeteiligter, der Russen auf der einen Seite und der Amerikaner, Schrägstrich der NATO und in ihrem Windschatten der Europäischen Union, zu fehlerhaften Vorgehen, zu schuldhaften Vorgehen, zu provokativen Vorgehen gekommen ist. Und das Interessante bei Ihren Ausführungen hier und heute, bei Ihren und bei den Ausführungen der Regierungsvertreter ist, dass ich von einer Seite gar nichts gehört habe und alle Ursachenforschung sich nur auf die andere konzentriert hat. Und das ist nicht mutig, Herr Kollege Lopatka, und das ist auch nicht neutral. Und ich sehe das äußerst kritisch, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo dieser Konflikt, der, man kann sagen, seit Jahren, aber in Wahrheit ja schon seit Jahrzehnten schwelt, beginnend 1991 mit dem Zerfall der Sowjetunion, dass jetzt, wo sich dieser Konflikt militärisch in gewisser Weise entzündet und hier eine Explosion, eine geopolitische stattfindet, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt die österreichische Bundesregierung eine Strategie der absoluten Eindimensionalität, Parteilichkeit und Einseitigkeit an den Tag legt. Ich hätte vielleicht noch ein gewisses Verständnis dafür, wenn die Ereignisse, so wie sie jetzt in den letzten Stunden in der Ukraine stattgefunden haben, über Nacht gekommen wären. Dann könnte ich diese Vorgangsweise noch verstehen, weil man dann die Hintergründe nicht kennt, aber die Reaktion wäre trotzdem falsch. Aber in Kenntnis all dessen, was sich da in einem Wechselspiel, und ich habe schon angedeutet, in Jahrzehnten in Wahrheit gegenseitig aufgeschaukelt hat, immer mit zwei maßgeblichen beteiligten Parteien, in Kenntnis dieser Situation eine derartige Eindimensionalität an den Tag zu legen, wie Sie das tun, halte ich für unverantwortlich. Und Herr Vizekanzler, Sie werden es dem Bundeskanzler dann ausrichten, ich spreche Sie deshalb direkt an, weil Sie bei Amtsantritt auf die österreichische Bundesverfassung einen Eid geleistet haben, so wie wir als Abgeordnete dieses Hauses ein Gelöbnis auf die Einhaltung der Verfassung geleistet haben. Und es kann Ihnen gefallen oder nicht, in dieser Verfassung ist die immerwährende Neutralität Österreichs ein Dreh- und Angelpunkt und ein ganz zentrales Element und nichts, was man da jetzt irgendwo als lästige Randbemerkung irgendwo zur Seite stellen könnte.
Und ich denke, dass diese Verfassungstreue im Sinn eines rot-weiß-roten Patriotismus, was überhaupt nichts mit Feigheit zu tun hat, sondern mit einer gelebten Neutralität, die ja nichts anderes bedeutet, als einen dritten Weg aufzuzeigen, wenn zwei sich ineinander verrannt haben, dass das keine Position der Feigheit ist, sondern dass das die Haltung sein sollte, die Österreich in einem solchen Konflikt an den Tag legt. Das ist Haltung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich weiß nicht, ob Sie es vergessen haben, ob Sie es verdrängt haben. Und deswegen sage ich es Ihnen noch einmal, ich lese es Ihnen einfach vor. Ich darf zitieren, zum Zweck der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zweck der Unverletzlichkeit seines Gebiets erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Immerwährend steht dort geschrieben. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. Aufrechterhalten und verteidigen. Und jetzt lade ich Sie ein, die Politik, die Sie gemacht haben, vor allem in den letzten Tagen und in den letzten Wochen, an diesen Maßstab der Vorgabe unserer Bundesverfassung zu legen. Und Sie werden sehen, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Und deshalb sagen wir Freiheitliche, Neutralität ja, aber Parteilichkeit und Eindimensionalität nein. Und noch einmal, Neutralität ist keine Feigheit, sondern Neutralität ist in diesem Fall das Schaffen genau jenes Platzes und jener Manövriermöglichkeiten, die zwei, die sich ineinander verkeilt haben, für sich selbst längst verloren haben. Und das wäre die Aufgabe, diesen Raum sicherzustellen und nicht umgekehrt sich auf eine Seite zu schlagen und sich damit dem Verdacht auszusetzen, parteilich zu sein in einem Konflikt, der viel komplexer ist, als Sie es hier dargestellt haben. Meine Damen und Herren, Lobatka in seiner Rede hat nicht so geklungen, als würde er wissen, dass Österreich kein NATO-Mitglied ist. Und ich teile vieles von dem, was Sie gesagt haben, was alles im Argen liegt in Russland. Das ist vollkommen richtig. Aber alles das, was Sie gesagt haben, können Sie parallel verschieben auf die USA. Alles das können Sie parallel verschieben und Sie wissen, dass jedes der Argumente, die Sie gebracht haben, für militärische Aggressionen der Vereinigten Staaten genauso seine Gültigkeit hätte. Und diese Dinge zu sehen und diesen Zusammenhang herzustellen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist so mutig, dass Sie sich nicht drüber trauen und deshalb die Position einschlagen, die Sie eben gewählt haben und für die Sie sich entschieden haben. Meine Damen und Herren, ich halte es für unverantwortlich, jetzt den Weg einzuschlagen, die Neutralität, die uns allen einen guten Dienst erwiesen hat, die ein essentieller Bestandteil dieser Republik ist und von der wir schon vor vielen Jahren von Seiten der Volkspartei gehört haben, dass sie eigentlich auch den Wert von Lipizzanern oder Mozartkugeln hätte. Dass man diese Neutralität gerade jetzt auf einen ganz kleinen militärischen Kern zusammenschrumpfen will. Man will das, was jetzt eigentlich die Hauptsache der österreichischen Außenpolitik sein sollte, zu einer völlig unbedeutenden Nebensache degradieren. Man schrumpft sie zusammen auf einen militärischen Kern und das machen ausgerechnet die, die unser Bundesheer ramponiert haben. Dann weiß man, dass das nicht ernst gemeint sein kann. Sie haben das, was Sie jetzt zum Kern Ihrer Neutralitätsüberlegungen gemacht haben, in Wahrheit in der Vergangenheit systematisch zerstört, indem Sie es kaputt gespart haben. Das ist wenig glaubwürdig, was Sie hier machen. Die Bevölkerung kauft Ihnen das nicht ab und ich tue das auch nicht. Und noch etwas ist wichtig. Sie können es natürlich machen, aber es ist nicht seriös, weil heute sehr, sehr viel von Völkerrecht auch die Rede gewesen ist. Sie können es natürlich machen, dass Sie die Situation so darstellen, dass es keine völkerrechtlichen Neutralitätsverpflichtungen Österreichs gäbe. Die gibt es sehr wohl. Und diese völkerrechtliche Neutralität Österreichs hat überhaupt gar nichts mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und all diesen Verflechtungen mit der Europäischen Union zu tun, wo man dann darüber philosophieren kann, ob es tatsächlich so ist, dass das EU-Recht über
der österreichischen Verfassung steht. Mir ist ja das ein Graus. Für Sie ist es wahrscheinlich das Ziel Ihrer Träume. Aber das ändert nichts an unserer völkerrechtlichen Verpflichtung, neutral zu sein. Und Sie haben heute selbst das Völkerrecht strapaziert, Herr Bundeskanzler. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn Sie solchen Wert auf völkerrechtliche Korrektheit legen, dann sagen Sie doch bitte auch dazu, dass die Teilnahme an Sanktionen auch eine Völkerrechtsverletzung ist. Auch das ist völkerrechtlich nicht in Ordnung. Und dann sagen Sie dazu, dass die Überflüge von Militärmaschinen im Zusammenhang mit militärischen Operationen der NATO oder dass irgendwelche Transporte zu Truppenaufmärschen der NATO, die dazu dienen, auch nicht völkerrechtlich in Ordnung sind, dann haben wir die ganze Wahrheit beieinander. Dann ist es auch seriös, dass man über das Völkerrecht diskutiert. Sie haben das vermieden. Und man muss die Dinge zu Ende denken. Wenn wir dieser völkerrechtlichen Verpflichtung unsererseits nicht nachkommen, ja, dann wird es umgekehrt so sein, dass andere Staaten den Weg einschlagen, unsere Neutralität auch nicht mehr anzuerkennen. Das wird das Ergebnis sein. Vielleicht nehmen Sie das leichtfertig in Kauf. Ich möchte die Neutralität Österreichs nicht aufs Spiel setzen, sondern ich möchte sie erhalten, auch für die kommenden Generationen, weil ich es für ein gutes Instrument halte und weil sie sich in der Vergangenheit bewährt hat. Und meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal, das, was Sie in gewisser Weise als Solidarität oder ich habe auch das Wort Haltung gehört in der Vergangenheit, jetzt neu ins Zentrum Ihrer politischen Überlegungen gestellt haben, das kann kein Ersatz für die österreichische Neutralität sein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Es ist viel, viel mehr selbst ein unsolidarischer Akt mit unserer Verfassung, es ist ein unsolidarischer Akt mit unseren Sicherheitsinteressen und es ist ein unsolidarischer Akt mit unseren Wirtschaftsinteressen. Und jetzt weiß ich schon, und Kollege Kogler hat es anklingen lassen, ja, in Zeiten wie diesen, da darf man da keine Rücksicht drauf nehmen. Ja, aber Herr Vizekanzler, Sie wissen schon, dass auch wirtschaftliche Überlegungen, und zwar der großen Beteiligten in diesem Konflikt, ganz zentral eine Rolle spielen in diesen Auseinandersetzungen. Neben geostrategischen Überlegungen. Also wird es wohl auch für uns eine Berechtigung haben, uns um die wirtschaftlichen Folgen Österreichs entsprechende Sorgen zu machen. Und mich beruhigt es nicht, dass, wenn Sie mal jetzt Ende Februar sagen, Österreicher, bitte macht euch keine Sorgen, bis April ist die Gasversorgung gesichert. Na, das ist nicht allzu lange, würde ich sagen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist das, was ich Ihnen vorwerfe, die Dinge zu Ende zu denken. Ich habe das Gefühl, dass das, was Sie hier mitmachen im großen Verbund, im Herdentrieb, dass das etwas ist, was Österreich nur schaden kann, aber nicht wirklich nutzt. Sie haben davon gesprochen, lernen wir doch aus der Geschichte. Ja, lernen wir aus der Geschichte. Seit 2014 gibt es Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit der Ukraine. Was haben diese Sanktionen gebracht? Die Ukraine ist nach wie vor dort, wo sie 2014 hingekommen ist, aber wir haben einen enormen Schaden erlitten. Und wenn Sie es mir nicht glauben, dann glauben Sie vielleicht der Wirtschaftskammer. Die hat das ausgerechnet. Allein bis zum Jahr 2017 waren es 1 Milliarde Euro in Österreich. 30 Milliarden Euro hat das die Europäische Union gekostet. Das war nur bis zum Jahr 2017. Geändert in unserem Sinne hat das überhaupt nichts. Ja, was lernen Sie jetzt da aus der Geschichte? In Wahrheit ist es doch so gewesen, dass dieses Abrücken des Westens mit Sanktionen von Russland die Russen näher an China gebracht haben. Und wenn man was aus der Geschichte lernen sollte, dann glaube ich, dass es notwendig sein sollte, die Kooperation mit Russland zu suchen. Jetzt in dieser Phase wird es wohl nicht möglich sein. Aber das wäre mir die liebere Variante, eine gedeihliche gemeinsame Zusammenarbeit Europas und Russlands zu haben, als dass wir die Russen sozusagen auch noch in die Arme der Chinesen treiben. Ich glaube, dass das die vernünftigere mittel- und langfristige Strategie ist. Also, einen energiepolitischen Schnitt ins eigene Fleisch, und was anderes ist es ja in Wahrheit nicht, wenn Sie da jetzt über das Nicht-in-Betrieb-Nehmen von Nord Stream und anderen Dingen sprechen, das dann auch noch als Heldentat zu verkaufen, also ehrlich gesagt, ich halte das für unverantwortlich, gerade in einer Situation, wo sich die Energiepreise in Österreich ohnehin schon langsam entwickeln, als hätten wir es mit einem Luxusartikel zu tun. Und wenn Sie es mir nicht glauben, Wirtschaftskammerpräsident Leitl, Sie werden gerne an ihn zurückdenken, hat es auf den Punkt gebracht. Sanktionen sind Unsinn und bewegen nichts. Das war sein Resümee. Er war Ihrer Partei angehörig und nicht der unseren. Es bräuchte etwas ganz anderes. Es bräuchte
in einer größeren Lautstärke als ihre Solidaritätsbekundungen, als ihr Einpeitschen von Sanktionen etc., wie sie das jetzt in den letzten Tagen und Stunden gemacht haben, bräuchte es ein sich anbieten Österreichs als Ort der Vermittlung. Das wäre das gewesen, was wir gebraucht hätten, ganz offensiv und laut. Und auch die Möglichkeit und das Angebot, einen Vorschlag in den Raum zu stellen, zu entwickeln. Und ich denke, wenn Sie sagen, lernen wir aus der Geschichte, ja, dann lernen wir aus der eigenen Geschichte, aus der österreichischen. Lernen wir aus unserer eigenen Neutralität, mit der wir sehr, sehr gut gefahren sind. Und zwar auch an einer Grenze, wo nicht nur zwei Staaten mit unterschiedlichen Interessen einander gegenübergestanden sind, sondern zwei weltpolitische Blöcke, wie sie unterschiedlicher nicht sein hätten können. Und wir waren dieses Grenzland und wir sind in dieser Situation aufgrund einer großen politischen Einigkeit im Inneren sehr, sehr gut über die Runden gekommen mit diesem Modell der immerwährenden Neutralität. Und warum soll so etwas nicht ein Modell auch für die Ukraine sein? Warum ist nicht das die entsprechende Stoßrichtung, die man versucht hier durchzuführen, dass man hier alle Hebel in Bewegung setzt? Ja, Frau Meindl-Reisinger, wenn Sie glauben, Sie werden Russland mit Sanktionen in die Knie zwingen, dann sind Sie naiv. Und wenn vielleicht irgendjemand glaubt, dass man da militärisch dagegen halten könnte, dann ist der dafür verantwortlich, dass es einen weltweiten Flächenbrand gibt. Also zurück an den Tisch und ein Modell, das für alle tragfähig ist, und die Neutralität könnte es sein. Ich verstehe, dass Sie sich so schwer damit tun. Die Verfassung ist Ihnen weitestgehend egal. Mit der Neutralität können Sie im eigenen Land nichts anfangen, weil es ist für Sie wahrscheinlich auch kein Exportschlager, über den man diskutieren sollte. Ein abschließendes Wort. Vor 2500 Jahren ist ein Strategiebuch entstanden. Der Bundeskanzler wird es kennen, verfasst von einem gewissen Sun Tzu. Und dort drinnen heißt es, und diesen Ratschlag lege ich Ihnen ans Herz: Wenn du nicht stark bist, dann sei klug. Ich glaube, dass das die Devise der Stunde ist: Wenn du nicht stark bist, dann sei klug. Noch ist es nicht zu spät.